Ich habe jetzt die Ehre, unseren langjährigen DLD-Freund und Partner Dr. Wolfgang Hübschle vorzustellen und auf die Bühne zu holen. Wolfgang ist seit 4 Jahren der Leiter von Invest in Bavaria, der Ansiedlungs- und Standortmarketingagentur des Freistaats Bayern. Zuvor warst du als Wirtschaftsrepräsentant des Freistaats Bayern in New York tätig, hast die Regionalförderung im Bayerischen Landtag im Wirtschaftsministerium verantwortet und warst der Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg. Aufgrund deiner Vita kennst du Bayern von außen und bist auch mit den Stärken und Herausforderungen in den einzelnen Regionen bestens betraut. Wer könnte das Panel Innovation and Entrepreneurship in Oberfranken also besser vorstellen als du, lieber Wolfgang? Applaus. Ja, Alessia, vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung, wobei ich mir natürlich jetzt Federn anstecke, die ich gar nicht verdiene. Wir sollen hier heute eine Story erzählen, ich werde es aber nicht tun, nur setting the stage, das ist auch gut so. Alessia hat mich geoutet, lauter Marketingpositionen, wer glaubt denn schon dem Marketing-Guy? Deshalb haben wir ein gutes Panel und die werden das viel überzeugender übernehmen. Was ist die Story? Oberfranken als Innovationsstandort. Klar, Oberfranken hat eine alte Industrie, die man typischerweise kennt, Textil, Glas, Porzellan. Aber aus diesen industriellen Wurzeln, aus diesem industriellen Kern haben wir eine Innovationsindustrie in neuen Materialien, in anderen Anwendungsfeldern von Textilien, in technischer Keramik, allgemein neue Materialien. Und das ist eben das gerade das Spannende in den Zeiten des Übergangs, wie klassische Kompetenzen sich wandeln hin zu modernen Produkten und zu sehr innovativen Produkten in ganz vielen Bereichen. Es gibt natürlich auch eine große Chance der Zusammenarbeit hier in Oberfranken. Man kennt sich, man kooperiert, man weiß, was man an sich hat. Allerdings, ich komme gerade aus Berlin, eines ist in Berlin größer, eine falsche Bescheidenheit kennt man dort nicht. Und deshalb einen herzlichen Dank an DLD, hier die Kombination aus der Stärke, der Innovationsstärke Oberfrankens mit einer internationalen Konferenz, mit einem internationalen Publikum. Die Reihenfolge lautet also irgendwie so, dieses Jahr natürlich geht es los in München und dann geht es durch die Welt, New York, Mumbai, Tokio, Tel Aviv und Bayreuth. Eine wunderbare Sache und wir haben wunderbare Panelisten. Ladies first, er spähe schon an der Außenposition. Sigrun Albert kommt auch nachher für eine Art Shark Tank dann bei den Pitches. Die Dame muss sich mit digital auseinandersetzen als zuständigen Vorstand, aber auch, wenn es keine Innovation in Oberfranken gäbe, wären sie, glaube ich, arbeitslos bis zu einem gewissen Grad, weil dann gäbe es keine Investitionen für den Bereich, den Geschäftsbereich, die sie verantworten, für das Risikokapital. Ralf Männlein von Empiriacon habe ich jetzt noch nicht erspäht. Ach, steht schon bereit. Auch hier an dem Unternehmen merke ich, wie ich alt geworden bin, weil wir haben noch als mit leuchtenden Augen Kataloge gewälzt, Kataloge auch von der Konkurrenz, von Quelle, von Otto, von Bauer. 2 davon sind jetzt quasi von Ihnen mehr oder minder betrieben. Ein Beispiel dafür, wie sich ein klassisches Geschäft massiv wandelt hin zu einem modernen digitalen Geschäft. Und der Kastner Marisch, der sagt, wir haben das Zeug, das Silicon Valley in den Schatten zu stellen. Na gut, vielleicht übertreibe ich ein klein bisschen, aber die Originalaussage war, wir sind auf Augenhöhe, wir durchdringen die Produkte, das ist unsere Stärke. Und da freuen wir uns, dass wir mehr hören mit einem Moderator, dem Sven Goblirsch, der rein optisch schon das Thema eigentlich perfekt repräsentiert die digitale Welt von heute. Ich darf die Bühne an Sie übergeben und hoffe auf spannende Unterhaltung. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich bin schon hier. Ja, dann brauche ich das Mikro nicht. Erstmal herzlich willkommen. Es sind viele junge Gesichter hier. Das ist schön, weil Innovation, Entrepreneurship in Oberfranken ist ein wichtiges Thema. Dafür haben wir wirklich Experten hier sitzen. Und dann wisst ihr auch, wollt ihr eher in Silicon Valley oder doch in Oberfranken bleiben, weil in den Vorgesprächen hat sich schon rauskristallisiert, dass Oberfranken als Standort sehr, sehr interessant sein kann. Warum? Das frage ich jetzt unsere Gäste. Erst nochmal ein herzlichen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Freut mich. Ich setze mich vielleicht einfach mal in die Mitte.
Ich habe schon sehr interessante Gespräche mit euch im Vorfeld geführt. Klar, ich will wissen, was haben wir denn davon, dass ihr, gerade ihr jetzt hier seid, aber ihr könnt euch selber mal vorstellen und das vielleicht selber beschreiben. Was haben denn die Studenten davon, wenn sie vielleicht auch mit euch im Nachgang nochmal ins Gespräch kommen? Vielleicht fangen wir links einfach mal an. Ralf. Nicht Ladies first, okay. Ja, machen wir unkonventionell. Erstmal besten Dank, dass noch so viele da sind, trotz der fortgeschrittenen Zeit und des guten Wetters. Ja, was habt ihr davon, was haben wir davon, dass wir hier sind? Also ich hoffe, dass ich den einen oder anderen begeistern kann, mal bei uns vorbeizukommen, sich unsere tolle Firma anzuschauen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden und dann, wie viele andere auch vorher schon, die Entscheidung zu treffen, bei uns zu starten. Was macht ihr denn genau? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz nochmal beleuchten, wer ihr seid, was ihr macht? Ja, also wir sind Empiricum, seit 2 Jahren ausgegründet, eine Tochtergesellschaft der Bauer, des Bauerversands, den fast jeder aus der Region zumindest kennt, der, sag ich mal, vor einigen Jahren schon ziemlich rechtzeitig, also zumindest rechtzeitiger als beispielsweise Quelle oder Neckermann, begonnen hat, sich mit E-Commerce zu beschäftigen und den alten Katalog sozusagen sukzessive zu entstauben, zu entschlacken und in E-Commerce zu investieren. Wir sind die Tochtergesellschaft, die sich ganzheitlich um das Thema E-Commerce für die Bauergruppe kümmert. Bauergruppe heißt an der Stelle, dass wir alle Tochtergesellschaften der Bauergruppe betreuen. Dazu gehört auch Unito oder bekannte Marken wie Otto, AT, Universum. Also die Otto-Gruppe hat damals die Chance genutzt, einige Brands zu kaufen und zu übernehmen. Und wir sind primär als Dienstleister innerhalb der Otto Group unterwegs. Otto Group sagt euch vielleicht was, 12 Milliarden Umsatz, 50.000 Mitarbeiter in etwa. Und damit haben wir auch eine gute Möglichkeit, sozusagen, gerade was neue Technologien betrifft, uns sehr stark an Otto als Dachgesellschaft sozusagen anzuklinken und wirklich zu schauen, was gibt es Neues auf dem Markt, was bedeutet das für uns, wann wollen wir uns unseren Mandanten bereitstellen. Und das ist unser Job. Wir sorgen letztendlich dafür, dass die E-Commerce-Plattform ganzheitlich läuft. Wir machen das Online-Marketing und wir kümmern uns darum, dass der Wagen sozusagen gut motorisiert, gut gewartet auf dem Hof steht und der Händler damit seine Geschäfte machen kann. Super. Vielen Dank dafür. Also hier auf der Seite habt ihr den Experten für E-Commerce. Viele meinen ja, das ist vielleicht im Ausland besser als in Oberfranken, aber wir kommen dann nochmal genau darauf, warum E-Commerce gerade in Oberfranken Sinn macht. Dann machen wir doch weiter, Alois. Du bist der Experte für Silicon Valley. Du hast dort alles gesehen. Stell dich vielleicht auch mal kurz vor, wer du bist, was ihr macht. Warum gerade in Oberfranken und nicht im Silicon Valley? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass ich der Experte bin, aber ich kenne das Silicon Valley tatsächlich seit 25 Jahren, als ich einmal ein Jahr in Stanford war und danach dann häufiger auch wieder im Valley. Und das Schöne ist, dass wir 2015 9 Monate im German Accelerator in dem Programm in Palo Alto sein konnten und dass wir da natürlich auch wieder sehr, sehr tiefe Einblicke in die Gegenwart gewonnen haben. Also über die Jahre immer wieder gehalten, aber da ganz intensiv wieder. Okay, ihr seid Living Logic. Ja. Was macht ihr denn genau? Also ja, zum Beispiel Dienstleistung für die Otto-Gruppe seit langen Jahren und wir bringen Know-how ein. Das Eigentliche, was wir jetzt schwerpunktmäßig machen, ist, wir haben uns von einer Project Company in eine Product Company gewandelt und haben eine Plattform Living Apps aufgebaut, die ein hohes Potenzial hat und die ist motiviert durch die Dynamik, die man sonst im Silicon Valley kennt. Okay, also ein Stück Silicon Valley in Oberfranken. Ja, also für mich ist die Aussage, dass wir das, was dort läuft, auch hier können, inhaltlich auf jeden Fall zutreffend. Korrekt. Genau, dann kommen wir zur Dame in der Runde, da kommen wir zum Verlagswesen. Kannst du dich vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellen, Sigrun? Ich würde eher das Unternehmen vorstellen, wenn es recht ist. Beides gerne. Genau. Also weil du hattest ja auch gefragt, was haben die Zuhörerinnen und Zuhörer davon, dass wir hier sind. Genau. Da will ich doch schon mal vorausschicken, man muss nicht bei Burda arbeiten, Leute. Bei uns geht das auch, man muss nicht nach München ziehen und teure Wohnungen, die man doch nicht bekommt, versuchen zu bekommen. Man kann auch in einem total coolen Medienunternehmen arbeiten in Bamberg. Okay, das heißt, und wer das möchte, ja, Applaus, gerne, ja. Wer das möchte, kommt nachher zu mir. Okay, das heißt, Bewerbungen direkt. Muss keiner zu diesem HR-Stand gehen. Du wirst auch nicht beißen.
Nö, kommt drauf an, aber drauf wahrscheinlich an. Nein. Also macht keinen Unsinn, aber bewerbt euch trotzdem. Genau. Genau, okay. Aber vielleicht noch ein bisschen was zu dem, was die Mediengruppe ist. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Mhm. So kompliziert auch wieder nicht. Wir sind eine Unternehmensgruppe. Mhm. Wir haben verschiedene Unternehmenszweige. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle ein, sonst wird es zu lang. Die, für die ich jetzt hier sitze, ist zum einen das, was wir früher als Verlag bezeichnet haben. Wir nennen das heute lokale Medien. Und zum anderen das Digitalgeschäft. Wir haben also das Digitalgeschäft, was nichts mit unseren Zeitungen zu tun hat, ein bisschen ausgegliedert, um dann noch handlungsfähiger zu sein. Für den Bereich bin ich auch zuständig und in diesem Bereich angesiedelt. Und das ist eben manchmal das Komplizierte, weil es so ein bisschen verschachtelt ist, ist unser Beteiligungsarm, die MGO Digital Ventures, mit der wir uns an Startups beteiligen. Allerdings nicht nur an solchen aus Oberfranken, sondern bundesweit. Genau. Und bevor wir jetzt auf jeden einzelnen von euch eingehen, was für Vorteile zum Beispiel jetzt E-Commerce hat, warum soll ich lieber ins Verlagwesen gehen, aber alles im Rahmen der Digitalisierung, möchte ich nochmal so eine allgemeine Frage in die Runde werfen. Digitalisierung gerade in Oberfranken, was meint ihr, ist es, wie entwickelt man denn ein Unternehmen, gerade in Oberfranken entlang der Digitalisierung, so, dass es mit internationalen Unternehmen wirklich mithalten kann? Will jemand anfangen? Das war aber so nicht abgesprochen. Ja, ich muss ja auch spontane Fragen stellen. Ja. Ja, ich kann das anders fragen. Ich stelle die Frage mal um. Warum ist denn Digitalisierung auch gerade in Oberfranken so wichtig und möglich vor allem? Also Digitalisierung ist aus meiner Sicht heute in jeder Branche und in jeder Region nötig. Mhm. Ob das jetzt in Oberfranken ist oder in den USA, ist eigentlich egal. Es kommt auch überhaupt nicht auf den Geschäftszweig an. Wir in der Verlagswelt sind vielleicht relativ früh darauf aufmerksam geworden, dass man sich um dieses Internet mal kümmern sollte, weil unsere Inhalte dort plötzlich kostenlos zu finden waren, unter anderem von uns selbst da hineingestellt. Die Finanz- oder Versicherungsbranche fängt, glaube ich, jetzt erst langsam, oder nicht mehr langsam, aber fängt jetzt erst an zu erkennen, dass sie genauso betroffen ist. Und deswegen denke ich, das hat nichts mit der Region, in der man angesiedelt ist, zu tun, sondern das ist eben eine Entwicklung der Zeit und mit der müssen wir alle zurechtkommen und auf die müssen wir uns einstellen. Stimmt. Und was für Vorteile hat denn jetzt speziell Oberfranken im Gegensatz zu München oder einer größeren Region oder gerade Silicon Valley? Also was ist der Vorteil von Oberfranken? Warum sollte ich jetzt in Oberfranken bleiben und nicht sagen, hey, ich mache eine Karriere in Amerika oder Highlife in München? Man hat hier alles, was man benötigt. Das ist von den Lebensbedingungen ausgehend bis hin zu den Kunden. Es gibt hier wunderbare mittelständische Betriebe. Es gibt hier Kooperationspartner. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen gemeinsam gegründet mit einer in Bad Alexandersbad ansässigen Firma, Helfrecht AG. Und wir liefern den digitalen Beitrag. Von dort kommt die Methode. Und wir hatten heute viel über Leadership gehört. Also wenn jemand für Leadership eine Software benötigt, die haben wir zu bieten, die heißt LeadAir. Und sowas geht in Oberfranken ohne Probleme, das ist alles sehr nah, es ist unkompliziert. Das gefällt mir besonders gut an Oberfranken, auch die ganzen, also die Partnerschaften und die Kundenbeziehungen. Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass gerade viele Leute vergessen, dass man hier auch viel billiger auch produzieren kann teilweise. Ja, aber eigentlich ist meine These inzwischen eine andere, nämlich wenn hier die Bezahlung annähernd so ist wie in München, dann werden alle Leute zu uns kommen. Also dann haben wir keine Problematik mehr mit der viel diskutierten mit dem Fachkräftemangel und so. Das gibt es dann nicht mehr. Wir müssen einfach nur entsprechend gut bezahlen, weil dann kann man hier wirklich hervorragend leben, weil die Häuserpreise und die ganzen anderen Faktoren viel geringer sind. Also dann lohnt sich's absolut nach hier zu kommen. Also deswegen würde ich diesen Kostenfaktor nicht so sehen, sondern eher andersrum sehen. Lasst uns genauso gut bezahlen und dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr, die jetzt diskutiert werden. Das ist richtig. Ralf, du hast mir erzählt, 25% der Leute, die im E-Commerce arbeiten eigentlich in großen Städten. Genau. Warum sollte man sich denn für Oberfranken oder eine regionale Region entscheiden? Ja, also Oberfranken bietet tatsächlich viele Vorteile. Ich meine, der Franke als solches, ich bin selbst einer, man hört es unschwer, aus Bamberg, ist ja eher jemand, der sehr zurückhaltend ist und
nicht geschimpft, ist schon gelobt, so nach dem Motto. Wir haben tatsächlich in Franken hervorragende Universitäten, beispielsweise natürlich die, wo wir heute zu Gast sein dürfen, beispielsweise auch die Universität Bamberg und viele andere Bildungsinstitute. Und damit haben wir eine unheimlich gute Quelle, um wirklich einen guten Nachwuchs, sage ich mal, rekrutieren zu können. Und auf der anderen Seite gibt es jede Menge spannender, interessanter Firmen in Oberfranken, die im E-Commerce speziell aktiv sind, sei es jetzt auf Dienstleisterseite wie Empiricum beispielsweise oder sei es tatsächlich als Händler, wenn ich nicht nur an Bauer denke oder beispielsweise Jaco O, die auch jeder kennt. Also wir haben hier wirklich ein Wissen im Bereich E-Commerce, sowohl von der technischen Seite, was notwendig ist, um das Geschäft zu machen, als auch von der Seite des Handels-Know-hows, das heißt zu wissen, wie man tatsächlich E-Commerce betreibt. Und E-Commerce, kann ich nur sagen, den Fehler haben leider viele gemacht. E-Commerce heißt nicht, dass ich den alten Katalog ersetze durch einen Internetauftritt. E-Commerce ist wirklich disruptiv. Und dieser digitale Wandel findet auch bei Bauer noch statt. Da sind wir noch längst nicht am Ende. Wir als Dienstleister versuchen da unseren Teil beizutragen. Nur die Gesetzmäßigkeiten im Internet sind komplett anders. Ich bin jetzt seit 2004 in dem E-Commerce-Geschäft aktiv. Ich muss sagen, die Geschwindigkeit hat noch weiter zugenommen. Die Lösungen werden immer komplexer und was gestern noch richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Und während man früher gemächlich seine zwei Kataloge im Jahr verschickt hat, findet der Katalog jetzt alle Minuten statt, wo ständig kontinuierlich der Shop aktualisiert werden muss, nachgesteuert werden muss. Also ein komplett anderes Business, was dazu führt, dass man komplett andere Strukturen braucht. Das hat viel mit Culture Change zu tun, hat viel mit Führung zu tun, was wir heute schon einige Male gehört haben. Und da, denke ich, sind wir tatsächlich in Oberfranken gut aufgestellt. Und wo es noch ein bisschen klemmt aus meiner Sicht, ist wirklich das Thema Vernetzung. Ich glaube, DLD ist ein sehr schönes Beispiel, wie man sich vernetzen kann. Wir haben jetzt eine Initiative gestartet mit der Uni Bayreuth, mit dem Fraunhofer Institut, mit FIT, wo wir einen Wissenschaftscampus E-Commerce hier als Initiative aufsetzen wollen, der den Sinn und Zweck hat, dass sich Wissenschaft und Praxis enger vernetzen. Wir wollen im Zuge dieses Wissenschaftscampus innovative Lösungen entwickeln und erproben. Ein Antrag, ein Genehmigungsverfahren fürs Budget läuft bereits für das Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Also das sind alles wirklich Zukunftsthemen, die wir in diesem Wissenschaftscampus, der als eigene Firma agieren wird, und jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, für den wir auch noch Partner aus der Industrie suchen. Also Jaco O hat beispielsweise vor 2 Tagen zugesagt, die machen auch mit. Mit diesem Wissenschaftscampus wollen wir tatsächlich ein engeres Netzwerk schaffen, Know-how bündeln, aber letztendlich auch die Chance für Studenten und für Ausbilder bieten, dort den neuesten Stand der Technik von E-Commerce zu verstehen und gemeinsam mit uns das Thema in Oberfranken weiterzuentwickeln. Genau, und du hast mir ja auch erzählt, ihr seid auch daran interessiert, dass auch Studierende, vielleicht auch jemand, der hier sitzt und auch forschen möchte, mit Unternehmen wie Fraunhofer Institut mal zusammenarbeiten möchte, auch herzlich eingeladen ist, in der Richtung was mit euch zu machen. Genau, also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Studenten bei uns in der Firma hatten, die eine Arbeit geschrieben haben, die Praktikumssemester gemacht haben, viele davon sind danach bei uns geblieben, weil sie einfach den Spirit gut finden, die DNA, wenn man so will. Also das ist, ich glaube, wir sind eine sehr dynamische, eine sehr motivierte Firma. Das merkt man an den Führungskräften. Das merkt auch jeder, der zu uns kommt, der spürt, da bewegt sich was, da kann ich was bewegen, da kann ich Verantwortung übernehmen. Und das ist auch ein Stück weit die Art und Weise, wie wir junge Leute rekrutieren. Und darum sage ich auch, also wenn man gerade jungen Leuten, aber auch Führungskräften eine Möglichkeit bietet, sich zu verwirklichen, Verantwortung zu übernehmen, dann ist es egal, ob die in München sitzen oder in Weißmain oder in Burgkunststadt. Es gibt natürlich zugegebenermaßen Leute, die wollen eher in der Großstadt leben, aber viele sagen sich auch, hey, muss ich mir das antun, Wohnungen, die ich mir nicht leisten kann, will ich nicht lieber irgendwo aufs Land? Und Land heißt ja nicht, dass ich auf dem Land leben muss. Also viele unserer Mitarbeiter wohnen in Bamberg, in Coburg, also in mittelständischen Städten, wo es eigentlich auch so zumindest das meiste gibt, was man so zum Leben braucht. Vielen Dank, Ralf, für die Einsicht.
Thema Digitalisierung, ich möchte gleich auf euch beide eingehen. Was hat sich denn im Verlagswesen getan? Du hast mir vorhin gesagt, es gab früher noch den Beruf Faxer. Ja. Wie hat sich denn Digitalisierung auch im Verlagswesen geändert und wo zielt ihr jetzt in der Zukunft ab, wo soll es hingehen? Das mit dem Faxer ist tatsächlich ein Extrembeispiel. Wir hatten bei einer Ehrung einer Kollegin, die schon einige Jahrzehnte bei uns ist, herausgefunden, dass die als Einstiegsjob bei uns den Job der Faxerin hatte. Wir wissen jetzt selber nicht mehr so genau, was das damals für eine Art von Stelle war, aber tatsächlich hat sich jetzt für unsere Mitarbeiter, wenn man mal den Blick nach innen richtet, schon wahnsinnig viel verändert, was man selber, wenn man so mittendrin steckt in der Alltagshektik, vielleicht auch gar nicht bedenkt. Wir hatten vor einigen Jahrzehnten noch eine wir haben noch Mitarbeiter, die haben noch mit der Rohrpost gearbeitet. Und heute wird diskutiert, wie kommen wir mit der E-Mail-Flut zurecht und brauchen wir jetzt eher Slack, weil wir eben mit den E-Mails nicht mehr klarkommen. Also und das alles kann man miterleben, ohne dass man jetzt schon 70 ist, sondern die haben eben nach der Lehre bei uns angefangen, feiern jetzt ihr 25-Jähriges und sind durchaus noch in den 40ern und haben diesen Change mitgemacht. Also wenn man mal so nach innen blickt, nach außen, ich habe es ja vorher kurz auch schon angedeutet, wir wissen es alle, Inhalt ist heutzutage online überall verfügbar, man nennt ihn auch Content heutzutage und nicht mehr Inhalt. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man ein Zeitungsabo hat, es ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass man Zeitung liest als junger Mensch. Und für uns bedeutet das selbstverständlich, dass wir uns überlegen müssen, welche Geschäftsmodelle können denn unser Unternehmen in die Zukunft bringen? Wie können wir denn auch künftig mit dem, was wir gut können, Inhalte erstellen, Geld verdienen? Wie können wir Kunden auch künftig begeistern? Und die Digitalisierung führt quasi dazu, dass wir zu Innovationen gezwungen sind. Eine Tatsache, die es früher nicht so gab. Wir waren früher sicher nicht so dazu verdammt, uns immer wieder neu zu erfinden. Das ist aber auch eine tolle Sache. Das stimmt. Jetzt ist es so, du hast gerade gesagt, eine Mitarbeiterin, 40 Jahre im Unternehmen, fing an als Faxerin, hat von Digitalisierung, natürlich wird sie immer mitgezogen. Aber ist es nicht für einen älteren Menschen, der jetzt angenommen 50 ist, 65 und die Digitalisierung geht ja so schnell voran. Also ich meine, von Instagram, Snapchat, alles ist dabei. Da kommt man kaum hinterher, vielleicht die junge Generation. Manche anderen tun sich dafür schwer. Wie stellt ihr oder sorgt ihr dafür, auch ältere Mitarbeiter da mitzuziehen in der Digitalisierung? Ich glaube, es ist gar nicht immer unbedingt eine Frage des Alters, sondern eher der Offenheit. Okay. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder auch an unsere Grenze geraten. Da braucht man sich nichts vormachen, weil einfach so viel Informationen fließen, weil, wie du ja es angesprochen hast, ständig neue Tools da sind, auch neue Hardware. Und das fordert uns alle ja zum ständigen Lernen heraus. Wir versuchen natürlich, wie du es ja auch schon beschrieben hast, möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen. Das macht man dann halt mit Weiterbildungsangeboten. Wir versuchen uns auch strukturell zu ändern, sodass wir einfach, was heute ja auch schon ein paar Mal zur Sprache kam, viel mehr Verantwortung zu Product Ownern geben und Einzelne eben mehr in die Verantwortung gehen. Und da machen wir natürlich Schulungen, Fortbildungen, Coachings, damit wir alle, das betrifft ja auch mich, jeder von uns muss sich da weiterentwickeln, damit uns das eben auch möglich ist. Mhm. Aber man braucht sich auch nicht vormachen, dass es immer für jeden Mitarbeiter leicht ist oder auch für einen selbst immer leicht ist. Das sind auch Prozesse, die manchmal schmerzlich sind oder anstrengend. Es ist jetzt, glaube ich, für niemanden immer ein Spaziergang, weil man halt immer dazulernen muss. Das stimmt. Das sehe ich genauso. Alois, ich möchte auch zu dir kommen. Du hast vorhin die Vorteile ein bisschen von Oberfranken beleuchtet, was Oberfranken gerade in Digitalisierung besser macht als vielleicht auch Silicon Valley. Aber du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es trotzdem Sinn macht, Silicon Valley als sowas, auch als Student, jeder, der hier ist, sich das doch mal anzuschauen. Warum ist es denn wichtig, trotzdem mal hinzugehen und sich da auch mal zu informieren? Ja, das ist eine komplette Gegenwelt zu hier. Da ist nichts ähnlich. Das ist ein Gegensatz, der nicht größer sein könnte.
Dort sind die crazy people in Amerika, das ist ja auch nicht USA, das ist ja ein ganz spezieller Teil von USA. Und hier Oberfranken, die bodenständigen Menschen. Und ich muss da auch einen Disclaimer machen. Also ich liebe das Silicon Valley und ich liebe natürlich auch meine Heimat Oberfranken. Ja. Und die crazy people genauso wie die bodenständigen Oberfranken. Was ist da der Unterschied, der eigentliche Unterschied? Oder vielleicht auch noch, weil ich vorhin wenig zu unserem Unternehmen gesagt habe. Wir sind das Gegenmodell zu Silicon Valley, unser Unternehmen. Ja. Wir sind von Anfang an komplett eigenfinanziert. Wir haben keinerlei Bankkredite, nicht mal einen Überziehungskredit. Wir haben 56% Anteil an Research und Development im Moment, was ja gigantisch hoch ist. Und wir haben ein ungeheuer stabiles Kernteam, das auch aus der Uni Bayreuth stammt. Also 4 Mathematiker haben das Unternehmen gegründet und dann sind noch 5 dazugekommen. Wir haben also ein ganzes Ökosystem-Forschungsinstitut, das es in Bayreuth damals gab, von der IT befreit. Die sind nämlich alle in das Unternehmen gegangen. Und das, da hat sich jetzt was Schönes daraus entwickelt. Und also für mich ist es so, dieses, was wir jetzt als Produkt entwickelt haben, was wir jetzt an den Markt bringen, wozu wir auch eine Investition suchen, das ist von Silicon Valley inspiriert, ganz klar. Es ist aber in Oberfranken beheimatet, in einem Unternehmen, das hier entstanden ist, das nach den Gesetzen hier entstanden ist und das komplett mit anderen Regeln arbeitet. Also wenn man sich vorstellt, dort muss alles schnell gehen. Wir haben uns mehr oder weniger 17 Jahre insgesamt Zeit genommen und für das Produkt die letzten 4 Jahre. Das ist natürlich nach Silicon Valley-Verhältnissen völlig absurd. Nicht wahr? Und das kann immer weitergeführt werden, diese ganzen Spezifika, die man hier hat. Will ich vielleicht jetzt nicht in aller Breite machen. Was da dahinter steckt, ist das, was da auch anschließt an die Geschichte bei euch, nämlich: Wie digitalisiere ich? Das ist immer noch nicht so ganz klar. Normalerweise wird gedacht, ich digitalisiere mit SAP oder mit irgendeiner großen Software. Aber warum? Es geht auch so, dass man das verträglich für die Menschen machen kann. Also wir machen es zum Beispiel zum Teil so, unsere Infrastruktur kann einfach sich an das andocken, was schon existiert. Da sind Verteiler mit E-Mail vorhanden. Da sind schon vorgegebene Pfade vorhanden. Lassen wir einfach gleich, aber wir machen es besser. Wir machen eine Kommunikation über strukturierte Daten. Deswegen reden wir auch von Smart Communication. Slack, klar, aber Slack ist eine Kommunikationsinfrastruktur. Dann gibt es aber noch viele andere Anforderungen. Dann gibt es Wissensmanagement, dann gibt es die Dokumente, dann gibt es verschiedene Anwendungen. Das alles zusammenzufassen, ich sage immer wie beim Smartphone, das Smartphone ist eine Zusammenfassung von Sachen, die es vorher alle gab. Und das, was neu ist daran, das wollte keiner haben, nämlich der Touchscreen. Es wollte niemand auf dem Touchscreen am Anfang rumtippen. Ich will meine Tastatur haben. Okay, also ich muss nur die richtigen Dinge zusammenfassen. Und Silicon Valley macht es komplett anders. Silicon Valley hat viele Silos. Da ist Slack, da ist Trello, da sind viele verschiedene Infrastrukturen und jetzt gibt es die tolle Idee, man kann das ja jetzt durch eine Plattform verbinden, also durch, nennt sich Zapier oder IFTTT und so weiter. Das heißt, ich habe alles Mögliche zerfasert und jetzt muss ich es wieder verbinden. Warum nehme ich es nicht gleich zusammen? Und das ist das, was uns auszeichnet und auch dieser Mut, das über die Zeit zu machen, auch mit 10 Millionen Investment, die wir selber getragen haben. Gibt es im Silicon Valley wahrscheinlich auch selten. Also ihr macht ja auch, du hast mir erzählt, ihr geht weg von dem Venture, sondern sagt, klar, ihr habt einen Hauptsitz in Amerika, aber trotzdem die Entwicklung, die liegt in Deutschland. Nee, das hast du falsch verstanden. Konstantin Gericke hat mal empfohlen, als ich mit ihm gesprochen habe, das war auch so eine interessante Geschichte. Also wenn ihr Venture-Kapital in Amerika haben wollt, genau, müsst ihr den Hauptsitz dorthin verlegen. Ihr könnt weiter in Deutschland entwickeln und so weiter und eure Konzepte machen, aber der Hauptsitz muss in den USA sein. Das muss ganz nah bei mir als Venture sein. Im Prinzip will ich es mit dem Fahrrad erreichen können. Das ist dort die Prämisse, die dort herrscht. Ja, das war da dahinter gesteckt. Mhm. Aber wir haben ein Unternehmen, also vielleicht um es dann doch noch zu komplettieren, wir haben eine Living Apps Incorporated in Amerika gegründet und das ist die Vorbereitung darauf, sollte es aus irgendwelchen Gründen uns nicht gelingen, hier genügend Geld zu akquirieren, dann machen wir es halt dort. Vorbereitet sind wir. Durch den German Accelerator auch. Wir kennen auch den amerikanischen Markt. Mhm. Also ja. Ja, du hast ja gesagt, also ihr wollt jetzt hier aufbauen, es ist gut skalierbar hier in Deutschland. Und verliert den ja auch nicht Markt. Ihr müsst ja nicht unbedingt in Silicon Valley, hast du zu mir gesagt. Nein, ihr auf ja in keinen Amerika Fall. Irgendwo anders auch hingehen. Also, wenn ich den amerikanischen Markt erobern wollte, warum sollte ich in Silicon Valley gehen?
gibt es überhaupt keinen Grund. Außer ich brauche Venture-Kapital und der Venture-Kapital-Mensch möchte, dass ich bei ihm sitze. Ansonsten ist die Ostküste, ist Texas und so weiter genauso interessant. Mhm. Ich möchte noch einmal vielleicht für die Studenten zum Ausdruck bringen, wo jetzt in den jeweiligen Feldern von euch wirklich so der Vorteil liegt, den in Oberfranken gerade durchzuführen oder warum die Studenten zu euch kommen sollten. Wir hatten hier natürlich auch den Campus, klar, aber was ist gerade nochmal an Oberfranken so das Besondere, dass wir es unbedingt hier machen sollten? Also, wie schon erwähnt, ich glaube, wir haben sehr zukunftsorientierte Lösungen. Wir sind ganz vorne mit dabei, was das Thema E-Commerce betrifft. Wir werden hier noch einen viel engeren Schulterschluss auch mit der Uni Bayreuth über einen Wissenschaftscampus E-Commerce herstellen, um dieses Netzwerk und die Verknüpfung von Praxis und Wissenschaft wirklich noch stärker zu forcieren. Wir haben im Vorfeld mal diskutiert, es gab hier schon viele Initiativen und Vereine, die irgendwelche Ziele hatten. Das ist einfach nicht zu verbindlich und ich denke, aus so einem Wissenschaftscampus muss wirklich ein praktischer Nutzen für alle entstehen. Und durch das Setup und dadurch, dass wir wirklich dann nicht nur losgelöst von der Realität Lösungen entwickeln, sondern wirklich sehr marktnah Lösungen entwickeln und erproben wollen, die auch anschließend eingesetzt werden, denke ich, hat jeder, der bei uns startet, die Chance, wirklich ganz vorne mit dabei zu sein. Mhm. Andere Frage. Meint ihr, in Oberfranken fehlt etwas? Wünscht ihr euch irgendwie noch Unterstützung vielleicht in einem Bereich, wo ihr sagt, Mensch, das könnte aber in Oberfranken schon noch besser sein? Ja gut. Es gibt sicher Dinge, die besser sein könnten. Zum Beispiel für uns eine gewisse Schwierigkeit, wenn wir digitale Produkte entwickeln. Wir entwickeln ja nicht nur digitale Produkte, nebenbei bemerkt, sondern finden auch Print toll. Wir machen auch Print-Innovationen. Aber wenn es jetzt mal um digitale geht, dann tun wir uns halt schon schwer, weil unsere Zielgruppe sich in Oberfranken befindet, auch alle zu erreichen, weil manchmal das Netz so schlecht ist, dass die Leute unsere tollen Produkte gar nicht runterladen können oder nicht nutzen können. Das sollte definitiv besser werden, wenn ich mir was wünschen dürfte. Mhm. Alois, vielleicht du auch? Wir können es ja selber gestalten. Ja. Also ich bin relativ engagiert und versucht, mich da einzubringen, wo ich sehe, dass ein Bedarf besteht. Aber also für mich ist das nichts, was ich irgendeine Forderung oder irgendwas, was ich an die Politik richten würde. Nee, wir sind ja in der Gestaltungsmöglichkeit als Unternehmer. Würdest du sagen, Deutschland oder Silicon Valley, wer schaut mehr über den Tellerrand? Oh, das ist eine Frage, die ein bisschen an der Sache vorbeigeht. Entschuldigung. Es ist komplett unterschiedlich. Okay. Und was ich mir wünschen würde, diese Open-Mindedness, also dass man einfach frei und unabhängig auch Dinge anguckt und dass man auch niemanden einfach was glaubt, zum Beispiel. Das ist übrigens im Silicon Valley durchaus auch der Fall, wenn da diese üblichen Methodiken, die dort entwickelt wurden, ja, die werden nicht in Frage gestellt, die sind anzuwenden in Startups. Passiert jetzt bei uns langsam auch. Aber warum eigentlich? Wenn man sich mal anschaut, wie die jetzt großen Unternehmen in Silicon Valley entstanden sind und wie auch jetzt große Unternehmen entstehen, die entstehen nicht nach Schema F, überhaupt nicht. Sondern da sind sehr viele Zufälle dabei, da sind Persönlichkeiten involviert und, und. Meiner Meinung nach muss man da einfach frei rangehen. Natürlich auch Methodik angucken, natürlich auch Qualitätsmaßstäbe mal anlegen, aber frei bleiben, den eigenen Weg finden. Schaut euch mal alle diese Wege an, die ein Google, ein Facebook, ein Sun früher, auch die ganzen Silicon, also die Mikroprozessorfirmen, die gegangen sind, da war jeder Weg einzigartig. Und wenn ich was sagen könnte zu den Studenten, dann würde ich sagen, sucht euren einzigartigen Weg und versucht nicht da irgendwie Schema F anzuwenden. Ihr könnt es ja an der Uni lernen, aber darauf kommt es nicht an, weil eigentlich Silicon Valley etwas ist, dort ist ein Scouting nach Menschen im Gange. Das heißt, man hat Methoden, man soll innerhalb kürzester Zeit etwas ausprobieren und dann wird geguckt, wie erfolgreich ist jemand. Er darf das erste Mal scheitern, vielleicht das zweite Mal, das dritte Mal soll es dann langsam klappen, sonst wird es schwierig. Aber, und dann die Venture-Kapitalunternehmen oder die Angels auch, die suchen sich einfach die Teams raus. Manchmal wird dann auch das Thema gewechselt und so weiter. Es kommt viel mehr auf die Menschen drauf an, als auf Methodiken. Die Methodiken sind eigentlich nur dazu da, um zu entscheiden, wo sind denn die guten Leute. Ja.
Und du hast auch erwähnt vorhin, ihr wurdet ja auch gut beratschlagt. Also euch wurden verschiedene Ratschläge gegeben als Unternehmen, macht das so, die haben so alle ist es richtig. Die haben wir alle nicht berücksichtigt. Genau, ihr habt es genau andersrum gemacht. Aber hat es funktioniert? Das werden wir sehen. Nein, der Punkt ist, ich habe ja schon das mit der Zeit gesagt gehabt vorhin. Ja. Es gibt auch, man sollte auf eine Plattform aufsetzen. Jetzt hatten wir selber eine Plattform. Oder ich habe dann bei Vertrieb gesagt, auch im Silicon Valley, als wir da gecoacht worden sind, ja, wir wollen Vertrieb mit Partnerschaften machen, hatte ich auch schon kurz erwähnt. Das sind so Ratschläge, die kommen immer einfach wie aus der Pistole geschossen und das sind so Statements, denen hat man eigentlich Folge zu leisten, haben wir nie gemacht. Und bisher sind wir damit sehr erfolgreich. Wie es jetzt mit der Wachstumsphase geht, das werden wir sehen, aber ich bin auch da sehr zuversichtlich. Exponentiell, oder? Natürlich. Also nach Geschäftsmodell exponentiell, ganz klar. Und nach einem sehr klassisch und sehr seriös berechneten Geschäftsmodell. Ich sehe, wir haben nur noch 1,5 Minuten. Deshalb würde ich ganz kurz nochmal zum Ralf kommen. Bei euch im Bereich ist ja Timing eine ganz wichtige Sache. Ihr schaut die neuesten digitalen Sachen, die jetzt gerade passieren, an und müsst die dann zum richtigen Zeitpunkt bei euren Kunden in Anwendung bringen. Wie schafft ihr das? Ja, das ist durchaus eine Riesenherausforderung. Also ich sage mal, wir haben zum einen den Vorteil, dass wir tatsächlich innerhalb der Otto Group sehr viele Spezialisten haben, die sich sehr intensiv mit neuen Technologien beschäftigen. Insgesamt haben wir auch enge Partnerschaften und mit dem Wissenschaftscampus E-Commerce einen, der noch zusätzlich Inputs bringen wird, wo wir einfach sehen müssen, welche Technologien sind relevant und vor allem, wann setzen wir diese Technologien bei unseren Kunden ein. Weil ich sage mal, es ist ja immer die Tendenz zu sagen, wenn ich mit einer Technologie zu spät komme, ist es ganz schlecht. Das ist durchaus richtig. Aber es ist genauso verkehrt und schlecht, wenn ich mit einer Technologie zu früh an den Markt gehe. Also insofern besteht die Kunst eigentlich darin, zum einen ständig zu screenen und nicht nur in Silicon Valley, sondern weltweit. Was gibt es an neuen Technologien? Wie relevant sind die für unser Business E-Commerce? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, diese einzuführen? Gut, vielen Dank. 30 Sekunden haben wir noch. Vielleicht noch schnell jeder einen Tipp an die Studenten. Warum Oberfranken? Irgendein Tipp von dir an die Studenten. Ja gut, alle, die hier studieren, wissen die Vorteile Oberfrankens. Hier kann man nicht nur gut studieren, sondern auch gut arbeiten und gut leben. Alois. Kleine Story. Ich hatte mit 10 Sekunden. Facebook Franz Glatz in München und der Bruckschlögel Andi und ich waren früh um 4:30 schon wach und der Franz hat geschrieben, okay, bei uns zwitschern die Vögel. Und ich habe geschrieben, bei uns auch und der Andreas genauso. Und dann mein Kollege war letztens zu Gast, der aus Silicon Valley kam und hat gesagt, was er vermisst, ist das Zwitschern der Vögel. Also ein Grund hier zu bleiben, das Zwitschern der Vögel. Dein Schlusswort, deine Tipp an die Studenten hier in Bayreuth, in Oberfranken. Wir haben ja heute eigentlich schon den super Tipp bekommen von der Kollegin von iPotentials. Sucht euch den Job, der euch inhaltlich weiterbringt, an dem ihr wachsen könnt. Und das Tolle ist, den könnt ihr auch in Oberfranken finden. Schlusspunkt, danke dafür. Vielen Dank fürs Zuhören.